Im letzten Part haben wir nach langem Hin und Her endlich das Foto bekommen. Vom See, in vergrößert. Und mir ist etwas aufgefallen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar, dass Edgeworth, oder wer auch immer hier schießt, mit der linken Hand schießt. Allerdings ist auf der Pistole nur der Abdruck von Edgeworths rechter Hand. Dementsprechend ist diese Pistole zumindest in dem Moment nicht von Edgeworth abgeschossen worden. Deswegen hatte ich sie gebeten, es nicht vorzulegen. Ich denke, das heißt Kreuzfeuer. Ist vorbei, ganz klar. Nun, dann würde ich das Kreuzfeuer von Frau Lotte Hart gern beenden. Und kein bisschen zu spät, das war übelste Zeitverschwendung. Ja, von Karma, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich zu Beginn des Prozesses geäußert. Entscheidende Beweise, ein entscheidender Zeugen. Was könnte sonst noch erforderlich sein? Erstens, seine Zeugin hat nicht beobachtet, wie der Mord passiert ist. Zweitens, deine Beweise widersprechen sich selbst. Noch Fragen? Nichts versteht sich. Nun, dann denke ich, sollte ich jetzt mein Urteil verkünden. Moment, so sollte das aber nicht aufgehen. Aus diesem Foto muss ein Hinweis sein. Irgendwo. Das ist schlecht. Richtig schlecht. Was soll ich denn bloß tun? Anderen Beweis vorlegen, weil... Moment, euer Ehren, dieser Beweis... Ich glaube, wir haben genug Zeit darauf verwendet, über diesen Beweis zu sprechen. In der Tat, wir haben zu jedem Beweis Meinung gehört, nutze diese Vergrößerung nicht. Ich sehe keinen Sinn darin, da nochmal alles durchzukauen. Das ist schlecht, richtig schlecht. Was soll ich denn? Hallo! Ich glaube, wir haben... Ja, wir haben... Dann erhebe ich jetzt eben den Einspruch gegen die Vergrößerung, weil ich kann jetzt nicht einfach abwarten und quasi sagen, ja, okay, ich habe verloren. Euer Ehren, an dieser Vergrößerung ist etwas ganz Seltsames. Was könnte das wohl sein? Ich meinte mit anderen Beweis vorlegen halt, einen anderen Beweis dazu vorlegen. Herr Wirt, zeigen Sie im Gericht, was Sie damit meinen. Was ist an diesem Foto seltsam? Okay, so sieht es aus, wenn man nichts in der Hand hat. Ich werde dem Richter schon zeigen, was in dem Foto seltsam ist. Ganz eindeutig, die rechte Hand. Hier, euer Ehren, oder linke Hand. Der Schütze? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Was ist an diesem Schützen seltsam? Sehen Sie sich die Hand an, die Pistole hält, euer Ehren. Die Hand? Diese Hand widerspricht einem anderen Beweisstück. Was macht die linke... Was macht die linke Hand dieses Mannes? Lassen Sie es mich Ihnen zeigen. Ich zeige Ihnen den Beweis, dem diese linke Hand widerspricht. Der Beweis ist eindeutig. Der Mann auf diesem Foto hält die Pistole in seiner linken Hand. Nun ja, die Abdrücke auf der Mordwaffe stammen aber von Edgeworths rechter Hand. Daraus folgt, der Mann, der auf diesem Foto die Pistole abfeuert, ist nicht Herr Edgeworth. Nachdem sich jetzt alle im Gerichtssaal wieder beruhigt haben, würde ich dieses Gericht gerne wieder einberufen. Herr Wright. Ja, euer Ehren. Sie haben uns heute einen unwiderlegbaren Beweis vorgelegt. Wir wissen jetzt, dass Edgeworth die Pistole in dieser Nacht nicht abfeuerte. Allerdings beschert uns das ein gewaltiges Problem. Wenn Herr Edgeworth nicht der Täter war, wer hat unser Opfer dann erschossen? Genau. Wie wir gesehen haben, waren uns keine Menschen in dieser Nacht am See. Wer außerdem an die Klappen hätte das mal da erschießen können? Genau, Larry. Nee, potenziell Frau Hart, aber insbesondere halt das Opfer selbst. Also, auf dem Foto sieht's anders aus. Die Sache ist aber, was ist, wenn das Opfer selbst erst geschossen hat und eventuell Edgeworth dann halt nur so
zurückgeschossen hat nach einem kurzen Handgemenge. Oder wenn das Opfer sich selbst erschossen hat, also erst halt auf Edgeworth geschossen hat, als er Edgeworth dann verfehlt hatte, hat er dann auf sich geschossen, um Edgeworth quasi noch schlimmer zu treffen, indem er ihn quasi vor Gericht anklagen kann, auch wenn er selbst tot ist. Es bleibt nur eine Erklärung übrig. Der Mann, der das Opfer erschossen hat, war niemand anderes als das Opfer selbst. Ruhe! Ruhe! Oh, es gab gerade einen kurzen Cut, weil ich kurz gesagt habe, dass das Essen da wäre, aber wahrscheinlich noch nicht. Ruhe! Ruhe! Sie mobben, dass ich das Opfer habe. Selbstmord begangen! Ja, euer Ehren. Ich kann mir keine andere Erklärung vorstellen. In der Tat scheint das die einzige verbleibende Option zu sein. Tut mir unheimlich leid, Wald. Aber Selbstmord kommt nicht in Frage. Na, was? Was? Die Entfernung, aus der geschossen wurde, lässt sich aus der Wunde ermitteln. Die Entfernung? Das Opfer wurde eindeutig aus mehr als einem Meter Entfernung erschossen. Ich versuche gerade zu prüfen. So. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie sieht mir das nicht nach mehr als einem Meter aus. Ich kann mir nicht einfach dieses Foto so vors Gesicht halten. So quasi, um ihn zu zeigen, hier, schau. Ein Meter, das sind ja 100 Zentimeter. Ein Selbstmord ist soweit völlig ausgeschlossen. Ruhe, Ruhe! Herr von Karma, sind Sie sich der Genauigkeit Ihrer Daten sicher? Natürlich. Natürlich. Ich habe die Möglichkeit, Selbstmord ist auch von bewogen. Nein, hat er nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich ihm nicht. Aber okay. Verstehe. Nun gut, dann lassen Sie sich meine Meinung darlegen. In Anbetracht der Lage kam nur Herr Edgeworth als Schütze in Frage. Allerdings, die Abdrücke auf der Waffe legen, dass Edgeworth nicht der Schütze war. Das ist ein Rätsel. Deswegen werde ich die Verhandlung für heute aussetzen. Das Gericht beauftragt Verteidigung und Anklage, dieser Sache nachzugehen. Verstanden? Ja, euer Ehren. Das ist alles. Das Gericht vertagt sich. Dezember, 13:15 Uhr, Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Okay, gut, jetzt glaube ich wirklich, dass das Essen da ist. Gut, dann, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich gegessen und jetzt kann ich mich voll und ganz auf Dings konzentrieren, auf Phoenix Wright. 26. Dezember, 13:15 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 2. Puh, das war knapp. Hey, haben Sie gar nichts dazu zu sagen? Nein. Ich muss erst noch für unschuldig befunden werden, Ward. Tja, nun, aber... Was ist denn auf dem See überhaupt passiert? Wenn er nicht selbst übergangen hat, wer war's? Der Schütze war auch noch etwa einen Meter entfernt. Was? Schauen Sie mich nicht so an. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich einfach jemand war, der direkt neben dem auf dem Boot halt aufgetaucht... Also nicht auf dem Boot aufgetaucht ist, sondern halt nebendran. So mit Gurdi halt in Kombination, so... Gut, ich habe da eventuell auch so leichte Vorgedanken wegen, es gibt eine 3-Fragezeichen-CD, und die in etwa so funktioniert, und ich habe 3-Fragezeichen sowas von gesuchtet, Hilfe. Ja, ich habe ihn nicht umgebracht. War nur Spaß. Sehen Sie, ich werde mal nach Maya sehen. Was? Richten Sie etwas von mir aus. Was? Sagen Sie ihr, dass sie aufpassen soll, was sie vor Gericht sagt. Das ist alles. Ja, darüber wird sie sich gewiss freuen, Edgeworth. Damn luck. Ich dachte, jetzt kommt jetzt so, sagen Sie ihr Danke, aber
dazu ist er anscheinend noch nicht bereit, Leuten zu danken. Ich habe eine Abschrift von Lottas gesamter Aussage besorgt. Hab mir gedacht, dass sie mir Munition für den Prozess morgen liefern könnte. Natürlich hat sie den Schützen nicht gesehen. Also war der einzige Teil ihrer Aussage, der Bestand hatte, das gehörte Peng. Nein, ich will noch die Gerichtsakte sehen! Ah. Ja, gut, ich hab's echt versucht. So. 26. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Maya. Hey, Nick, schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass Herr Twirth den Tag gut überstanden hat. Das ist ein Trost. Hey, warum hast du das überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Ich wusste nur, dass ich irgendetwas tun musste. Ich weiß, dass ich nicht die Anwältin bin, die meine Schwester mal war. Tut mir leid. Nun, du hast den Prozess gerettet. Benimm dich von nun an einfach, okay? Oh, okay. Wurdest du schon verhört? Nein, noch nicht. Inspektor Ganschow war aber gerade hier. Er sagte, da dies ihr erstes Vergehen ist, werden wir sie nach dem Verhör gehen lassen. Puh! Ach, und er wollte, dass ich die Kaution beschaffe. Du kannst sie doch für mich bezahlen, okay? Hä? Wie viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden dir eine Rechnung schicken oder so. Warum habe ich nur immer fette Geldbündel vor Augen, wenn ich Kaution höre? Erstmal so komplett panisch werden. Ich habe gerade legit auch erstmal geschluckt. Vielleicht mit Mia Glück gehabt? Leider nicht. Ich kann sie überhaupt nicht erreichen. Ich hab's versucht. Echt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich glaube, ich hätte wohl mein Training nicht unterbrechen dürfen. Klingt so, als hätte sie tatsächlich alles versucht. Ich sollte mal prüfen, ob es hier in der Gegend nicht doch Wasserfälle gibt. Ich frage mich, ob ich meine Schwester jemals wiedersehe. Leute in so einer Position zurückzulassen, ist immer ganz schwierig. Aber es ist ein Spiel, also bewege ich mich hier einfach mal weiter Richtung Kriminalabteilung. Vielleicht können die mir was sagen. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Inspektor Gamschuh ist nicht da. Gamschuh ist heute mal am Taler. Hä? Ach, tatsächlich? Denn sind die Sicherungen durchknallt. Hat's mit dem Chef gezofft, weil er sich nicht an die Absprache gehalten hat. Nicht an die Absprache gehalten? Ich wette, er wollte denen nicht dabei helfen, einen Fall gegen Edgeworth aufzubauen. Okay, aber die Tatsache, dass der am Gurtsee ist, ist zumindest mal hilfreiche Info für mich, weil ich ihn hier dann treffe. 26. Dezember, Gurtsee Park, Eingang. Hier laufen weniger Polizisten rum als gestern, aber es sind noch immer welche im Park. Ich frage mich, ob Inspektor Gamschuh heute hier ist. Ist der Polizist Neues, der das gerade gesagt hat? 26. Dezember, Gurtsee, öffentlicher Strand. Hab Larry heute noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er ein sündhaft teures Date mit der bezaubernden Kianse. Wald am Gurtsee. Hey, Inspektor Gamschuh. Hey, Junge. Der Prozess heute, Ja, was ist damit? Ich wollte eigentlich gute Show sagen, aber das war's ja gar nicht. Obwohl sie Edgeworth gerettet haben dürften. Ich wusste nur nicht, wie ich ihnen dafür danken sollte. Verstehen Sie? Danke. Inspektor Gamschuh, haben Sie eine Idee, welche Strategie von Karma morgen verfolgen könnte? Sieht so aus, als würde er noch einen Zeugen aufrufen. Noch einen Zeugen? Ach richtig, das hat er ja heute während der Verhandlung erwähnt. Es gab zwei Zeugen. Ich hab mich gefragt, wer dieser andere Zeuge sein könnte. Wer ist es denn? Tut mir leid, Junge.
Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin nicht befugt, diese Info preiszugeben. Stimmt ja. Ach ja, richtig. Ich wollte Sie noch etwas über Edgeworth fragen. Wessen? Fürchtet er sich vor Erdbeben? Davon habe ich gar nichts gewusst. Herr Edgeworth spricht nicht viel über sich selbst, verstehen Sie? Aber eine Sache ist sonnenklar, dass er Verbrechen so sehr hasst, dass er Anwalt geworden ist, dass er sich vor Erdbeben fürchtet. Hat alles mit diesem Fall angefangen. Dem Fall DL6? Ja, genau, Madame. Vor 15 Jahren, als er mit eigenen Augen sah, wie sein Vater erschossen wurde. Das tut ihm immer noch sehr weh, das kann man ihm in seinen Augen sehen. Ich wollte mit Ihnen über Maya Fey reden. Hä? Ist sie noch nicht gegen Kaution entlassen worden? Das ist seltsam. Ich habe denen gesagt, dass sie gehen lassen sollen, sobald der Bericht fertig ist. Oh Mann, ich weiß ja nicht, was heute im Gerichtssaal passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Mit anzusehen, wie sie vom Gerichtsdienst herausgezerrt wurde. Ganz ehrlich, Junge, da hatte ich Tränen in den Augen. Edgeworth, aber so gerührt, ich habe seine Lippen zittern gesehen. Wirklich? Der eiskalte Edgeworth? Er wäre ehrlich dankbar dafür, dass du sie gesagt daran hat, wissen sie? Ich begebe mich jetzt wieder zum Polizeirevier. Ich besorge meinen Bericht über Maya und hole sie so schnell wie möglich da raus. Vielen Dank. Ach, einen Moment noch. Ich habe mich gefragt, wie hoch die Kaution wohl ausfällt. Man, sie ist darüber keine Gedanken. Herr Edgeworth hinterlegt den gesamten Betrag. Was? Edgeworth? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Er ist ihr sehr dankbar für das, was sie getan hat. Nun, Junge, vergessen Sie es. Vergessen Sie nicht, sie nachher abzuhören, okay? Vielleicht kriege ich Edgeworth dazu, auch die Miete zu erstmal dankbar sein für das, was man hat, aber okay, schade, Edgeworth. Schaue ich mir nochmal den Bootsverleih an, weil irgendwas muss da sein. 26. Dezember, Bootsverleih. Sieht so aus, als wäre der Bootsverleih auch heute geschlossen. An dem Steg liegen einige Boote im Wasser. Der Mord geschah an einem Boot von diesem Steg. Die Polizei hat anscheinend das Boot mitgenommen, das in der Nacht benutzt wurde. Da ist tatsächlich noch Platz für ein weiteres Boot auf dem Steg. Oder das wurde nicht wieder rausgenommen. Das müsste man in der Polizei nachfragen, in der Polizeistelle nachfragen, ob da ein Boot mitgenommen wurde. Weil wenn nicht, dann ist noch irgendwo ein Boot auf dem Wasser. Und wenn irgendwo ein Boot auf dem Wasser ist, ist das eine wichtige Information. Weil es eben bedeuten könnte, dass irgendwas noch eventuell in einem Boot zu finden ist. Dezember, Anwaltskanzlei, Breiten Partner. Ganz schön ruhig hier, wenn jemand da ist. Gut. Ich muss Maya bald aus der Strafanstalt rauskriegen. Aber eigentlich wollte ich zu... Genau, Großberg. 26. Dezember, Anwaltskanzlei Großberg. Anscheinend ist Herr Großberg heute im Urlaub. Nun, ich denke, ich kann auch morgen nochmal vorbeikommen, falls ich etwas brauche. Was ist da links auf dem Tisch neben dem Aschenbecher? Ein Tisch für Mandanten. Eine elegante Schatulle aus Ebenholz und dieses Feuerzeug aus Massivgold. Ja, okay, gut, dann hätte ja sein können, dass irgendwas zum Fall DL6 gewesen wäre. Aber anscheinend nicht. Schade. 26. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Hey, Nick, endlich bist du da. Sie sind gerade mit dem Papierkram fertig. Ich kann gehen. Endlich frei, hä? Die waren richtig gemein beim Verhör. Die haben so gefragt, okay, was haben sie denn diesmal angestellt? Als wäre ich irgendeine Kriminelle. Kannst du dir das vorstellen? Nun, letztendlich haben sie dich doch aber gehen lassen, nicht wahr? Oh, das erinnert mich an etwas. Danke für die Kaution. Bedanke dich bei Edgeworth. Hä? Er hat die Kaution für dich hinterlegt. Hat gemeint, er wäre dankbar für das, was du getan hast. Das hat Edgeworth getan? Da bin ich immer was schuldig. Wir müssen diesen Fall unbedingt gewinnen, Nick. Haben wir das nicht im Grunde schon?
Ich meine, wir haben es effektiv ja schon hinbekommen, dass er nicht mehr schuldig für schuldig gehalten wird. Das Gericht sagt, dass er nicht schuldig sein kann. Was sollten wir deiner Meinung nach als nächstes tun? In Sachen Hinweise sind wir nicht wirklich stark bestückt. Wir können uns im Park fahren und nach Gordy suchen. War nur Spaß. Falls da noch irgendwelche Hinweise sein sollten, ist der Park keine schlechte Idee. Was meinst du? Sollen wir zum Park fahren? Na klar. Ist dir in letzter Zeit etwas aufgefallen? Weißt du, während ich hier in Haft saß, ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. Es ist richtig bequem hier. Es ist warm und es wird gründlich sauber gemacht. Ich meinte, ob dir hinsichtlich des Falls etwas aufgefallen ist. Nun, nicht viel mehr als das. Sie ist wohl noch immer wegen mir enttäuscht. Ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. September 26, Gurtseepark, Eingang. Heute sind nicht so viele Polizisten da, stimmt's? Sie sind wohl im Revier, um am Fall Applesworth zu arbeiten. Hallo auch. Hey, das ist Lotta. Heute haben sie es wirklich geschafft. Was haben wir jetzt wieder verbrochen? Nee, ich beklag mich ja gar nicht. Sehen Sie, ich habe etwas nachgedacht. Ein wenig Selbstreflexion sozusagen. Ich habe gehört, dass man als Zeugin eine mächtig große Verantwortung trägt. Aber ich bin nur einfach hingegangen und habe drauf losgeschnördert. Lotta, verstehen Sie, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Was haben Sie von dem Prozess gehalten? Ehrlich gesagt, habe ich es fast nur getan, um sagen zu können, ich war mal Zeugin. Obwohl ich nicht wirklich etwas gesehen habe. Ich habe mir aber selbst irgendwie angehört, ich hatte etwas gesehen. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe Ihnen allen einen Haufen Ärger gemacht. Nun, das Gedächtnis ist ein vages, kniffliges, kleines Ding. Ja, das weiß ich jetzt nur zu genau. Wenn ich das nächste Mal Zeugen bei einem Mord bin, werde ich gewappnet sein. Richtig. Sie meinen, wenn Sie zum ersten Mal Zeugin eines Mordes sein werden. Was ist aus Gordy geworden? Ach ja. Nun, ich denke, der Prozess schürt nur die Flammen des Gordy-Fiebers. Ich werde meine Exklusivfotos bekommen und eine kometenhafte Karriere machen. Sehr gut, Lotta. Auf geht's, Mädchen. Ich wünschte, ich könnte auch Enthüllungsfotografin werden. Mach doch erstmal deine Ausbildung zum Medium fertig. Lotta, was meinen Sie mit Wiedergutmachen? Nun, wissen Sie, ich habe nämlich Informationen für Sie, Insa. Was? Dieser von Karma wollte nicht, dass ich etwas darüber sage. Welche Informationen? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Verstehen Sie, ich dachte, wir könnten einen kleinen Tausch machen. Tausch? Ich dachte, Sie wollten etwas wiedergutmachen? Genau. Ich schlage einen kleinen Tausch vor, um es wieder drüber zu machen. Was? Informationen gibt's nicht im Sonderangebot, mein Freund. Hey, ich sehe doch, dass Sie denken, wie einfällig diese Landeier sind. Es steht Ihnen förmlich im Gesicht geschrieben. Glauben Sie mir, der Großteil der Landbevölkerung ist viel nerder als Sie. Ich bin nur eine Ausnahme, okay? Nun, was ist jetzt? Sind wir im Geschäft oder nicht? Was machen wir, Nick? Wie wäre es mit erstmal die Ufer abstecken? Aber okay, wir haben keine anderen Spuren, also haben wir gar keine andere Wahl. Okay, wie viel? Hä? Sind bei Ihnen jetzt sämtliche Scherbenlocke? Ja, dass Sie kein Geld will, war mir klar. Ich bin vielleicht nicht so raffiniert, aber ich bewerbe doch keine Armen. Hä? Die einzige faire Gegenleistung für Informationen sind Informationen. Hören Sie gut zu, ich brauche von Ihnen Informationen über Gürtel. Was? Gordy? Aber Gordy gibt's doch nie. Ich meine, möglicherweise existiert Gordy gar nicht. Dann beschäftigen Sie meinen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Ich werde vom Auto aus aufpassen, okay? Wenn Sie etwas entdecken, kommen Sie zuerst zu mir, einverstanden? Einverstanden. Okay, bis später dann. Okay, Nick, dann mal auf zur Jagd. Ja? Du meinst doch wohl nicht ernsthaft. Gordy? Aber natürlich. Was ist mit Edgeworth? Wir suchen Gordy doch für ihn, Nick. Kapierst du das denn nicht? Okay, und wie sucht man nach einem imaginären Ungeheuer? Vielleicht können wir einen Experten für Monstermythen auftreiben.
okay, eigentlich wollte ich zu Großberg, weil der ja irgendwie so gefühlt... Du hast ein Problem, geh zu Großberg und er löst es gefühlt. Also nicht selbst, aber halt durch irgendwelche... Dadurch, dass er sich verspricht oder irgendwas Dummes macht. Hallo, Junge. Was ist los? Sie sehen etwas verloren aus. Moment, Sie haben doch wohl nicht schon wieder etwas getan, was er tut für... Was meinen Sie mit wieder? Egal, nehmen Sie Platz, Junge. Ich bin für Sie da, für Sie brauchen. Außer Geld, versteht sich. Gordy. Okay, erstmal die Ermittlungen. Wie laufen denn die Ermittlungen? Gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben gleich wieder eine Besprechung. Wir sollten über das Motiv von Ratsch besprechen. Sein Motiv? Sehen Sie, Ratschwurst Vater ist im Fall Deal 6 gestorben. Und der Typ, der den einzigen Verdächtigen freibekam, ist jetzt tot. Robert Hammond. Es wird behauptet, Ratschwurst hat ihn deswegen geschossen. Und Ratschwurst spricht nie über seine Vergangenheit. Ich glaube, damit werden Sie morgen im Gesicht rausfinden, um ihn zuzusetzen. Armer Ratschwurst. Ich muss zugeben, es sieht nicht gut für ihn aus, mein Lieber. Sagen Sie, Inspektor Hanschu, kennen Sie Gordy? Der Sohn gehört von Gordy? Nicht persönlich, ne? Nun, wir suchen nach ihm. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Sie haben Zeit, mal wegen Ungarn auszuhalten. Dann wird Ihnen ja nichts ausmachen, ihn für mich zu verhören. Oh, Inspektor Hanschu macht mir Angst, Nick. Ich habe Inspektor Gamschuh von unserer Abmachung mit Lotta erzählt. Nick, versuche ihm es ihm nächstes Mal eher zu sagen. Tut mir leid, aber du hast mir auch keine Chance dazu gegeben. Wie denn? Wie hätte ich es denn vorher sagen sollen? Du hast ja einfach reingeredet plötzlich. Verstehe schon, Junge. Entschuldigen Sie, dass ich es angeschrien habe. Nun gut. Ich, Inspektor Gamschuh, werde Ihnen bei der Suche nach Gordy helfen. Hä? Wir werden jetzt einer unserer neuesten Geheimwaffen für die Beweissuche lernen. Wirklich? Sie können irgendeine nehmen, die Ihnen gefällt. Okay, dann mal her damit. Moment mal, alles zu seiner Seite. Ich werde es Ihnen erstmal zeigen. Das sind unsere besten und schlausten. Darf ich Ihnen unsere Geheimwaffe Nummer 1 vorstellen? Rakete. Rakete? Er ist ein Polizei und befindet sich noch in der Ausbildung. Rakete! Rakete! Hier, Baba Junge. Das ist er. Hey, der ist aber süß. Sieh mal, Nick, was für ein niedlicher Hund. Ein niedlicher Hund. Und der soll uns helfen. Wie denn das? Als nächstes gehören wir von Nummer 2. Eine Angel. Hier, das ist eine ganz persönliche Angel. Inspektor Gamschuh. Wir suchen nach einem Ungeheuer. Genau. Wie sollen wir denn ein ausgewachsenes Seeungeheuer mit einer Angel fangen? Das weiß man immer erst, wenn man es tatsächlich probiert, Junge. Okay, die nächste ist auch gleichzeitig die letzte. Bitte nicht, ich bin doch jetzt schon von unserer Auswahl überwältigt. Wir haben einfach nur drei. Ein Metalldetektor. Bitteschön. Inspektor Gamschuh, wir suchen doch noch etwas Lebendigem. Na, da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also, ich gehe trotzdem erstmal mit dem Hund. Aber... ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich etwas Lebendigen suchen, weil Gordy kann auch gut einfach irgendein Roboter sein oder irgendwas, das nachgemacht ist. Genau. Wie sollen wir denn das mit einem Metalldetektor finden? Hey, das kann man nicht wissen. Vielleicht erinnert sich von Cola-Dosen. Nur, welche soll es denn sein? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Sie scheinen sich alle perfekt zu eignen. Ich kann mich auch nicht entscheiden, aus genau dem entgegengesetzten Grund. Was soll es? Es scheint wohl nicht, sich einer von ihnen auszuladen. Ja, was seine Reaktion darauf ist, dass wir Rakete ausnehmen, werden wir aber erst im nächsten Part erfahren, weil der Part auch schon wieder 30 Minuten geht. Gut. Und damit möchte ich mich aber wieder fürs Zuschauen bedanken und sagen, mögen eure Fokusschlüsse mal treffen, mögen eure Attacken und Befalltreffer landen. Bis dahin, euer Link und ciao.